Hallo und willkommen zu einem wunderschönen Fest in Venedig. Wir sind hier in Assassin's Creed mitten im Karneval angelangt und haben so einiges zu tun. Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Wir können natürlich zu Leonardo und eine Codex-Seite abgeben, das können wir aber auch später machen. Am besten, bevor ich nach Monteriggioni muss, um das Geld aus der Truhe zu holen und um wiederum die Codex-Seiten an der Wand einzusetzen. So. Auf jeden Fall, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wir müssen uns die goldene Maske beschaffen und dazu müssen wir dann hier bei den Punkten, bei den Ausrufezeichen, an diesen lustigen... Upsala. Ja, das hätte ja super geklappt mit dem Markieren. Na, ich weiß... Das war... Nein. Müssen wir diese lustigen Punkte abhandeln und geh weg. Ja, und dann gewinnen wir hoffentlich, oder wir haben dann ein Recht darauf, diese Maske zu gewinnen. Ich glaube, irgendwie so war das. Egal, wir brauchen also diese Maske, um wiederum in den Palazzo zu kommen und dann wiederum den Mann zu töten. Ich habe vergessen, wie der hieß. Dante war auf jeden Fall der arme verkrüppelte Typ. Ich mach doch gar nichts. Hallo, ich bin voll inkognito. Hallo, hast du meinen coolen Umhang nicht gesehen, Alter? Ey, du hast mich in Ruhe zu lassen. Selber Large Schuh. Ich hab keine Large Schuhe, ich hab geile Metalldinger. Okay, ich will weg, ich will nicht in den Kampf. Ja, egal, weg hier. Ich will mich euch gar nicht anlegen. Wer ist hier Hundefutter? Was verfüttert ihr denn bitte an Hunde? Ihr ekelhaften Bastarde. Das ist ja widerlich. Ach, ich bin schon da. Cool. Mitten im Kampf zu synchronisieren. Das traut sich auch nicht jeder. Muss man mal so lassen. Ach cool, der wartet sogar. Ist aber nett. Ah nee, der bewirft uns mit Steinen. Das ist mir egal. Wahoo! Damit sind wir verrückterweise sogar safe. Ne? Oder? Ab ins Wasser, komm. Schade. Oh, so ein Typ wieder. Ich muss fort. Bleib zurück. Ja, verdammt. Ihr habt Nerven. Da, Mist. Schnell. Mist. Ah, nur weil der Typ mich da abgelenkt hat. Verdammt. Dann werde ich ihn wohl töten müssen. Uah. Ich mag aber überhaupt nicht. Ich hab's zu tun, Alter. Oh. Ja. Na komm. Hallo, ich habe keine Zeit für dich. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Los. Ja, geht doch. Zack. Oh nö. Nee, auf die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Geh weg. Ah, reicht doch langsam. Bitte seht mich nicht gut. Die sehen mich nicht lustigerweise. Haha, aber hier rein. So. Ich wusste natürlich, dass hier ein Heuhaufen ist. Das ist alles geplant. Ah, okay, während ist ja Quatsch. Also, ich wollte mir auf jeden Fall mal angucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir haben also hier die drei Ausrufezeichen. Aber wir haben auch ein Assassinengrab. Naja, jetzt weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Assassinengrab. Wie viele Siegel haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube, 4 von 6, oder? Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ach, aber ich finde, wir können ja erstmal 1, 2 Ausrufezeichen machen und dann können wir... Ich hab's auch überhaupt nicht mit dem... Na gut, also das können wir uns auch mal angucken wieder. Ne? Und wir sehen, das letzte Carlo hat Carlo Grimaldi eliminiert. Sieht schon krass aus, muss er ja schon sagen. Wir haben schon einige zur Strecke gebracht. Hier, wie sie alle verbunden sind, sehr, sehr cool. Vor allem bei der Anzahl von Charakteren ist das auch wirklich sehr nützlich. Genau, bei Barbarigo sind wir natürlich. Und der Dante, ja, die sind jetzt als nächstes dran. Ja, verbunden natürlich mit dem fetten Borgia-Typen hier. Silvio Barbarigo, Marco Barbarigo. Ah ja, okay. Gut. Grimaldi, der war als letztes dran. Das Ding ist auch so rot. Okay, aber eigentlich wollte ich die Karte haben. Karte. Sahaha. Na? Ja, geht doch. Ha, okay, gut. Ja. Boah, sag mal, ist es... Oh, ich finde, es ist in letzter Zeit so kalt geworden. Das ist super schlimm. Ich sitze hier in so einer richtig fetten Pulli, weil ich natürlich zu geizig bin, meine Heizung voll aufzudrehen. Aber es ist so kalt. Das ist voll schlimm.
vor Gemeindeherbst. Kommt her, kommt her! Nun geht es um Können und Beweglichkeit. Oh nein. Oh, nicht die Fahne. Das ist peinlich. Willkommen, willkommen. Hallo. Die Spielregeln sind einfach. Du brauchst mich nicht anschreien. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes okay. und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Okay. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Okay. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Kann. Dann gibst du mir doch sofort, du Arsch. CTF, na? Wer kommt drauf? Wer kommt drauf? Was ist es? Was ist es? Ich gebe euch noch 3 Sekunden. 3, 2, 1. Richtig, capture the flag. Die Gegner im Spiel, erobere die Fahne. Flagge. Fahne, Flagge, ist egal. Besiegen. Da steht's im Prinzip. Capture the flag. Fang die Flagge. Oh Gott, ich... Puh, das habe ich kläglich vermieselt, das weiß ich auch noch. Also wir müssen auf jeden Fall, wie der gute Mann schon gesagt hat, uns hier erstmal runterstürzen. Ja! Dabei nicht sterben. Und wieder zurück. Und das 3-mal. Ich hoffe... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der ist mir hinterher. Der ist mir hinterher. Hilfe, Hilfe. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist so schlimm. Ich habe das die ersten paar Male voll verkackt. Okay. Wir schaffen es. Jaha! Und das ist noch 3-mal. Yeah! Punktgewinn! Wir sehen den Typen immer in Rot und unten auf unserer Karte. Vielleicht sollte ich mich ganz kurz heilen. Ah, falscher Knopf. Soll ich mich ganz kurz heilen? Bevor ich mich wieder unterstütze. Vielleicht nochmal. Bevor ich sterbe. Oh. Hat super geklappt. So. Das Praktische ist, dass die Flagge immer an derselben Stelle bleibt. Und sich unser Weg auch kein einziges Mal ändert. Egal wie oft wir gewinnen oder verlieren. Das ist super praktisch. La la la. Oh, ich liebe diese Musik. Die ist super geil. Okay, gut. Es ist wesentlich einfacher, wenn man weiß, wo die Flagge ist und wie man am besten dahin rennt. Ups. Ich heile mich aber nochmal. So. Reicht das? Nee, ne? Okay, jetzt habe ich voll viel Medizin verschwendet, aber ist ja auch egal. Ey, mir egal. Hauptsache, ich komme da an und krieg die Kackflagge. Ich bin in Catch Up the Flag so schlecht einfach. Weil ich viel zu lange brauche, um zu rennen, wo das alles ist. Aber hier weiß ich es halt. Oh Gott, der ist da unten. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stress, ich hab Stress, ich hab Stress, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Wow, wow. Oh, wir haben es geschafft. Ja. Boah, bin ich froh. Bin ich froh. Wir haben es gewonnen. Yeah, das erste Spiel von 3. Haben wir gewonnen. Ba, 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 ba. Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen. Oh ja. Und kommt dem Sieg immer näher. Ja. Na, das findet der, glaube ich, nicht so cool, ne? Gut, dann haben wir schon mal das CTF geschafft. Na, endlich. Ich glaube, das war das Schlimmste. Ich kann mich im Echten sein nicht so gut erinnern, was es da noch gab. Ah, da können wir auch direkt hier hin, ne? Gut, ich würde aber gerne erstmal zum Arzt, um mir wieder Medizin zu kaufen. Verdammt. Habt ihr das Boot gerade eben gesehen? Das war gerade voll tief im Wasser. Ich will keine Egel, ich will nur... Oh stimmt, doch, jetzt heilen wir gut. Moment, haha, ich will doch mit dir reden, hallo. Nein, nicht Attentat, Moment. Hier, sprechen. So, heil. Oh Mann, ich gehe mal da komplett raus, ich bin so doof. Ja, komm. Na, Moment. So, jetzt. Apothekenbedarf. Ja, ich hätte gerne mal voll Medizinbeutel. Ich könnte eigentlich wieder einen größeren Beutel holen. Aber das Herz einfach. So, hier ist auch schon unsere nächste Herausforderung. Uah. Signori, Signori. Dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Spiel um Charisma und Charme. Kommt näher, kommt näher. Da sind wir doch genau die Richtigen. Willkommen. Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen. Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein.
Na, da sind wir doch dabei. Schleifensammler. Mehr Schleifen von den Damen im Karnevale sammeln als die Mitstreiter. Ach komm, wir sind da eh die Expertos, was das angeht. So, wo sind die netten Damen denn? Netterweise auch auf der Karte markiert. Bist du eine Dame? Ach, nach der Hase. Hey, hallo, meine Süße. Hallo. Hey, sexy lady. Schöner Mann. Möchte ich um eine Schleife bitten. Ah, der Ezio. Der Ezio. Schön, ich mag ihn. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Ah, dieser typische Italiener. Oh, der dumme Bade, da soll mir nicht hinterherlaufen. Nee, ihr seid keine Schleifen da. Moment, wo sind die denn? Ah, da, um die Ecke. Hallo. Wie hübsch ihr heute. Ah, Charmeur, Charmeur. So, hier geht's dann weiter. Wir gewinnen eigentlich ziemlich sicher, aber, ne, wir nehmen einfach so viel mit, wie wir können. Ein Großbündel. Yeah. So, noch ein Bündel. Hallo. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? Das erste und das einzige Mal in diesem Spiel, wo wir etwas klauen können und wo diejenigen uns dann nicht sauer sind. Glaube ich. So, hier noch. Ah, hier sind die grünen Damen. Wie hübsch ihr heute aussieht. Ah, der Ezio. Ah, was ich aber richtig schön an den Assassin's Creed Spielen finde, also es ist mir erst jetzt richtig bewusst geworden, wo man jetzt halt endlich drei verschiedene Hauptcharaktere hat zum Vergleichen. Das sind alles völlig verschiedene. Oh, 28 von 25. Okay, gleich. Ich sag's gleich. Ich führe meinen Gedanken gleich fort. Wir haben einen Sieger. Yeah. Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Na klar. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Na, ich bin auch hier Ezio Auditore, ja. Ich bin der geilste Hengst hier im Quartier. Schleifensammler, das ging ja alles schneller als ich dachte. Wir haben noch voll viel Zeit. Oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Komm. Wir kriegen übrigens auch sehr viel Geld. Na, nicht schon wieder die Rauchbomben. Hier. Selbst der Karnevalstyp. Ah, Hilfe. Ah, boah, 14.000 schon wieder. Geil. Wir können uns gleich bestimmt noch irgendwas kaufen. Ganz ehrlich, ich hätte eigentlich sehr gerne mal wieder einen. Was heißt hier mal wieder? Ich hätte gerne einen größeren Beutel. Ja, scheiße, aber das war ja. Das müsste ja hier sein, ne? Bei dem Näher-Typ hier. Was ist das hier? Schneider, genau. Ach, hier. Ich glaube, beim Schneider gab es die ganzen Beutel. Ich hätte gerne einen größeren Medizinbeutel. Das erweist sich nämlich immer als relativ praktisch. Ich schau mal ganz kurz, wie viel der kostet. Und dann machen wir auch weiter mit unserer Jagd nach der Maske. Nach der Maske. Die Maske. Genau, also mein Gedanke gerade eben war. Ah, komm, direkt groß. Ach, boah, ist ja alles billiger, als ich dachte. Yeah! Ein großer Medizinbeutel. Ja, jetzt. Ach, sehr gut. Ja, gut, da hatte ich doch recht gehabt. Ne, ist natürlich gut, macht Sinn. Ne? Wenn man den großen Medizinbeutel hat, dann hat man den mittleren ja auch automatisch mitgekauft, sozusagen. Gut, Mr. Goethe. Das andere. Gibt's da einen Unterschied? Vermutlich ist das hier mehr, aber das steht da nicht dran und das Bild gibt's auch nicht besonders gut wieder. Na egal. Mittleres Gifttäschchen. Achso, aber die haben wir schon. Aber die scheinbar nicht. Na egal. Ein weiser Kauf. Guten Tag, Signore. Na, klar doch. So, da, also mein Gedanke gerade eben war, dass die Charaktere in Assassin's Creed alle super verschieden sind. Oh, ich hab's schon wieder versemmelt. Und das finde ich so klasse. Also, wir haben einmal diesen super nachdenklichen und aber auch sehr rebellischen, also nicht mal nachdenklich, eher sagen wir rebellischen. Ich nenne ihn einfach mal rebellischen. Ups. Toll. Super nachdenklichen und rebellischen etwas Altair. Und dann haben wir natürlich den super ernsten, aber gleichzeitig auch diesen Frauenschwarm und vielleicht doch ein bisschen, sagen wir mal, frecheren Ezio. Ich weiß gar nicht, warum ich ihm hinterher renne. Einfach aus Spaß, glaube ich. Und weil ich ihn jetzt kriege. Verabscheuungswürdiger. Zieh Leine. Geht doch. So. Und tschüss. Und Connor ist wieder eine ganz, ganz andere Person. Das ist echt interessant. Also der ist ja. Das ist jetzt kein Spoiler, hoffe ich. Und wenn ja, dann soll derjenige ganz kurz weghören.
halb Indianer und deswegen hat er eh eine komplett andere. Ah, na super. Ah, nö, vergiss es. Komplett andere Einstellung zum Menschen und zum Leben, sage ich mal, und so als Ezio oder Altair. Altair war ja immer sehr, sehr forsch und so, sehr, sehr vorangehend. Ezio lebt ja immer noch nach dieser Rache hier in Assassin's Creed 2 vor allem. Und dann halt kommt es mit der Brotherhood und alles Mögliche. Und Connors, ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Auch wenn man bedenkt, ja, die sind alles Assassinen und irgendwie alle mit Desmond verwandt und bla bla bla, aber ne, es sind alles Assassinen, alle aus demselben Clan. Aber doch, so verschieden. Das ist super interessant. Ja, der Typ liegt da noch. Ah, Mist, aber die da auch. Mist. Kann ich den wenigstens mitnehmen oder so? So ganz leger, so, hey, das ist mein Freund, der ist hier gerade gestorben, ich nehm den mit. Fällt das auf? Aua. Mann, lass meinen Freund in Ruhe. Okay, ich hör auf damit. Ich hör auf damit. Ich wollte doch nur ein bisschen Geld kriegen von dem Typen. Verdammt. Ich drehe so lange im Kreis, bis sie mich nicht mehr sehen. Oder hier rein. Uha. Das ist das beste Versteck aller Zeiten. Mist. Warum bin ich rausgegangen? Verdammt, ist ja dumm. Auf jeden Fall, ja, und das finde ich in den Assassin's Creed Spielen auch sehr schön. Das ist einfach. Man baut einfach diese Persönlichkeiten auf, diese Hauptcharaktere, und die sind alle so verschieden und super interessant und alle haben ihre Geschichte, wie sie dazu gekommen sind, warum sie das machen, wie sie das machen oder warum sie das wie machen und ach, alles. Es ist super. Ich find's klasse. Erstaunlich, dass es Ubisoft dann doch schafft, jährlich ein Spiel rauszubringen. Abgesehen von 2, das kam ja glaube ich so 2 oder 3 Jahre nach 1. Aber dann ab Assassin's Creed 2 kamen die Spiele ja jährlich, tatsächlich. Ja, finde ich doch sehr schön. Schöne Spiele. Was zum Henker? Okay, Einrastfunktion aktivieren. Nein. Kriege ich das Spiel wieder auf? Nein, kriege ich nicht. Natürlich nicht. Man sieht sich gleich. Oder wisst ihr was? Machen wir einfach erstmal Schluss für heute. Ich muss mal gucken. Warum Einrastfunktion? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe keinen Schnarr. Ich rall das nicht. Auf jeden Fall reicht erstmal für heute. Ich schau mal, was ich hier tun kann. Und man sieht sich dann morgen bei der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Bestaunen dieses schwarzen Bildschirms. Und man sieht sich dann. Vielen Dank. Tschüss.